Hallo, euer Wespenberater ist wieder da. Es ist zwar Herbst, sprich heute ist der 18. Oktober und naja, die Wespenzeit geht ja zu Ende, beziehungsweise für ganz viele Wespenarten ist die Zeit schon zu Ende gegangen. Im Moment haben wir noch Vorkommnisse von den ganz letzten Hornissen, die umeinander fliegen, und die deutsche und die gemeine Wespe sind eventuell noch aktiv. Da unser Oktober ja relativ warm war, stellt sich ja immer wieder auch dem Bürger die Frage, wo sind die Wespen eigentlich im Winter? Was machen die eigentlich da im Winter? Und was passiert mit den alten Nestern? Also, über den Sommer hinweg hatten wir hier ein umgesiedeltes Hornissennest. Und zwar, ihr seht ja, in unmittelbarer Nähe von einem Gartenpool. In dem Gartenpool waren wir den ganzen Sommer aktiv. Klar, es war auch heiß in diesem Jahr. Also auch meine Kinder spielten im Pool, spielten da hinten, wie man sieht, Fußball. Einige Wespennester hingen im ganzen Garten verteilt. Ein anderes Wespennest, das zeige ich euch nachher, das ist sogar noch aktiv. Eine gemeine Wespe. Nun, was passiert also jetzt mit diesen Nestern? Ich zeige es euch jetzt anhand von diesem Hornissennest. Jetzt also, 18. Oktober, sind restlos alle Hornissen, naja, nicht ausgezogen, sondern unter anderem auch ja abgestorben. Denn man muss wissen, nur die begatteten Jungköniginnen, also diejenigen, die mit den Männchen Hochzeit feiern konnten, die sind die einzigsten, die aus diesem Nest heraus überleben, indem sie dann wiederum in einen Winterschlaf gehen. Alle anderen, die Arbeiterinnen, die Männchen und die Königin, die dieses Nest gegründet hat, die sterben alle. Hier sieht man die letzten Larven. Die verhungern natürlich, das Leben geht zu Ende und dieses Nest steht leer. Und nur diese begatteten Jungköniginnen, die verpaaren sich und suchen sich dann, sage ich jetzt mal, einen geeigneten Unterschlupf, um den Winter zu überleben und zu überstehen. Denn so ein Winter birgt viele Gefahren. Zum Beispiel könnten sie sich hier hinter so einer Rinde verschanzen, ja, da so in so Kleinstbaumspalten, da verkriechen sich diese Wespenköniginnen hinein. Und wenn sie jetzt ein anderes Tier, zum Beispiel der Specht, der auf Nahrungssuche ist, wenn sie den Fressfeind überleben, dann, wenn das Frühjahr dann hereinbricht, können diese Königinnen ins neue Leben starten. Wir haben eine hohe Mortalitätsrate, sprich, ich sage jetzt mal so, 95 bis 98% der Königinnen, die in einen Winterschlaf gehen, die sterben infolge natürlicher als auch dann in Nestgründungsphasen infolge von menschlichen Eingriffen. Also, dieses Nest ist leer. Ist es jetzt nutzlos? Nein, es ist nicht nutzlos. Ich mache jetzt diesen Kasten eben auf oder habe ihn aufgemacht und fortan können sich zum Beispiel jetzt noch Vögel, die Hunger haben, holen sich diese alten Larven, diese verhungerten Larven raus und haben da noch einen kleinen Eiweißsnack für den Winterspeck. Ja, also, und mit diesem Hornissennest gab es übrigens 0,0 Probleme. Ich war sogar mit einigen Kindern, die bei einem Malwettbewerb, den wir Wespenberater ausgeschrieben haben im Rahmen unserer Ausstellung, waren wir vor Ort. Hier vor Ort und die Kinder durften in das noch aktive Nest Einblick nehmen. Natürlich mit Schutzanzug, aber es ist eben nichts passiert. So, also, und dieses Hornissennest steht leer. Es ist nicht nutzlos, weil eben auch andere Tiere daraus noch ihren Nutzen ziehen können. Und ansonsten bleiben die Nester immer leer. Also, es wird nicht im nächsten Jahr quasi eine Königin kommt vorbei und sagt: Wäm, cool, da ist ja schon eine geile Hütte und da tun wir jetzt ein bisschen frische Farbe ran und schon passt es. Nein, diese Nester bleiben für immer leer. Sollte ein Platzangebot da sein, kann es natürlich sein, dass sie nebenhin bauen. Aber ansonsten steht
diese Villa Hornisse oder Villa Gemeine Wespe oder wie sie alle heißen, steht leer. Jetzt schaut mal, da ist noch ein Nest drin von der eigentlich so verruchten gemeinen Wespe, die ja so lästig ist und pipapo und uns Menschen nur ärgert. Und schaut mal, die Nähe zum Pool noch näher als die bei den Hornissen. Und da machen wir jetzt mal kurz auf. Die sind noch so ein bisschen aktiv. Da seht ihr, da unten haben sie den einzigsten Schlitz noch, wo sie rauskommen können. Und ja, sie kommen jetzt natürlich raus, weil ich aufgemacht habe. Aber wenn man sich eben ganz ruhig verhält, dann passiert da nichts. So, und diesen Kasten werde ich dann, wenn es soweit ist, die meisten Königinnen sind, wie gesagt, die sind schon raus, den werde ich auch offen lassen. Und dann kann sich noch ein... dann kann sich noch eben die Vögel bedienen. Ja, also Wespen im Winter bzw. im Herbst bieten nochmal wichtige eiweißreiche Nahrungsgrundlage für unsere Wintervögel, für Igel, wenn zum Beispiel Bodennester eventuell da sind, für den Dachs. Der Wespenbussard kann sich nochmal bedienen. Dann Spitzmäuse sind Insektenfresser. All diese Tiere sind Nutznießer von alten verlassenen Nestern. Und das ist eben auch ein dritter ökologischer Nutzwert von Wespennestern. Der erste Nutzwert ist sicherlich die Schädlingsbekämpfung, die ökologische Schädlingsbekämpfung. Wie wir ja in anderen Beiträgen schon gewusst haben, dass so ein großes Wespenvolk bis zu einem halben Kilo Insekten pro Tag vertilgen kann. Jetzt keine Sorge, das Insektensterben hat mit den Wespen überhaupt nichts zu tun. Wir reden nämlich von Populationen an Insekten, die schnell wachsend sind, sprich Stechmücken, Fliegen, Bremsen. All diese Insekten sind dann die Beute für unsere Wespennester. Der zweite große ökologische Nutzen ist natürlich die Bestäubung. Nicht nur die Honigbiene bestäubt unsere Pflanzen und Obstkulturen, sondern auch Wespen machen das, nämlich bei der Nahrungsaufnahme. Sie sammeln zwar nicht, aber bei ihrer Nahrungsaufnahme an dieser Blüte bestäuben sie ebenfalls. Und das darf man einfach nicht vergessen. Und eben wieder gesagt, der dritte ökologische Nutzen wäre auch das, dass quasi andere aus diesen abgestorbenen Völkern ihren Nutzwert ziehen. So. Das war es jetzt nochmal aus dem Garten der Wespenberater. Ich wünsche euch einen tollen Herbst. Ich hoffe, ihr hattet in diesem Jahr weniger Probleme mit den Wespen. Alles hat dieses Jahr von Wespenplage gesprochen und. Komischerweise kriege ich seit Mitte September fast keine Anrufe mehr von Wespengeplagten. Also ich fand, dieses Jahr war viel Rauch um nichts, mit Verlaub. Und man soll nicht immer alles... so hoch auf die Waage legen. Also seht es bitte normal. Wir brauchen Wespen. Wespen gehören zu unserer Natur und sie sind keine Biester oder pauschal aggressiv. Letzter Einblick in das Nest. Da könnt ihr nochmal gucken. Seht ihr das? Ja, also. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Ciao, macht es gut und bleibt uns, naja, wohlgesonnen. Abonniert den Kanal und ja, teilt uns weiter, was auch immer. Und natürlich könnt ihr Fragen stellen, aber bitte nicht auf dem YouTube-Kanal, sondern schreibt uns halt eine E-Mail. Unsere Webseite ist bekannt: www.wespenberater.de. Ciao!